Wer ist Robert Lewandowski? Ja. Wer ist Robert Lewandowski? Nein. Duschen? Das ist eine klassische Landesliga, hatten wir genauso. Das ist eine klassische DJ Sports Dusche. Ne? Ja, es macht das dann nicht krank. Ach du Heilige. Freunde, heute zu Besuch bei meinem absoluten Lieblingsverein. Ein kleiner Traum geht für mich gerade in Erfüllung. Wir sind bei Valencia zu Besuch. Era hat uns eingeladen, Nationalspieler von der Schweiz, Stammspieler hier bei Valencia. Wir gucken uns das ganze Trainingsgelände an. Wir gucken uns natürlich auch die Kabinen an, was da so alles abgeht. Trainer aktuell Gattuso, Cavani ist hierhin gewechselt. Also große Namen im Fußball, Legenden, muss man ja schon fast sagen, mit denen Era zusammenspielt, wo Era die Woche für Woche zeigt, was ein krasser Innenverteidiger ist. Und ich freue mich einfach mit euch, das ganze Gelände jetzt mal zu sehen. Der Power on the B. Hier sind wahrscheinlich dann die Jugendspiele, oder? Hier, manchmal auch hier. Okay. Ansonsten spielt hier die zweite Mannschaft und die Frauen. Welche Liga ist die zweite Mannschaft von Valencia? Die spielen, glaube ich, in der dritten. Vierten Liga. Ja. Guck mal, ein Palm im Hintergrund. Und du hast ja Urlaubsspiele, wie du Fußball spielst. Das ist schon mal richtig geil. Das ist so in der Stadt oder am Meer, also so am Meer, etwas im Trinkfest da. Ja. Ist schon mehr schönes Urlaubsspiele. Wie ist so dein Profi-Werdegang? Du hast ja gesagt, in der Schweiz Fußball gespielt. War das direkt? Klar, also relativ klar, dass du Profi wirst, oder musstest du dich da richtig reinarbeiten, reinhängen, beziehungsweise musstest du dir deinen Platz im Profibereich sichern, oder warst du so ein Supertalent, wo alle schon früher nee. Jugend gesagt haben, der Mann wird Profi? Also ich sag mal so, ich glaube, man hat gesehen, dass ich Potenzial habe, ja. Aber es wurde mir natürlich nichts geschenkt, also ich musste mir auch alles selber erkämpfen, also wirklich harte Arbeit und alle Jugendabteilungen war durchgemacht. Ja. Dann mit 18 Jahren mein Debüt gehabt der ersten Mannschaft. Ja. Dann nachdem sie schon Meister wurden, also es werden Simon Meister, also Basel wurde Meister. Nachdem wir Meister wurden, hatte ich meine ersten 5 Einsätze, also in den letzten 5 Spielen von der Saison hatte ich meine ersten 5 Einsätze. Ja. Dann war ich eigentlich fix auch im Kader, jetzt von ab der neuen Saison. Aber am Wochenende meistens in der zweiten Mannschaft gespielt habe, halt für Spielplatz. Ne? Dann haben wir nach Lösungen gesucht, weil ich wollte halt auch wieder höher Liga spielen. Ne? Und dann wurde ich ausgeliehen. Dann wurde ich nochmal ein Jahr ausgeliehen, nochmal zum Spielpraxis zusammen. Das war halt auch so abgesprochen mit Basel. Nach der Saison kam ich zurück zu Basel und seitdem war ich eigentlich Stammspieler bei Basel. Hier links ist dann der Jugendbereich, okay. Kabine und alles für die Jugendspieler. Okay, dann ist der quasi ein abgetrennter Bereich für die Profis. Genau. Damit habt ihr quasi nichts zu tun. Nee, nee, das, die sehen halt ne, die Profis den Profibereich und ich glaube, für die ist es ein Ziel, ne, dass sie nur eines Tages mal durch, können. Durch diese Glas zu können, ne? Ja, genau. Und das ist dann quasi komplett euer. Das ist komplett unser Bereich jetzt. Ja. Da ist so das Büro vom Teammanager und alles. Wo da haben wir ein Trainerbüro wieder. Hier ist Gattuso unterwegs. Ja, das ist halt das Spielerbereich. Hier ist Martialraum. Da ist wieder Trainerkabine. Oh, wie viele Trainerkabinen habt ihr? Da geht's weiter im Bereich und hier ist die Mannschaftskabine. Krass. Das sind auch mal die ganzen Trainingsklamotten. Ja, die stehen jeden Morgen schon bereit. Das hier, das sind ausgewertete Daten. Das sind ausgewertete Daten vom aktuellen, vom heutigen Training. Also immer alles tagesaktuell? Immer tagesaktuell, immer tagesaktuell. Du siehst sofort von Tag zu Tag verbessert, verschlechtert. Genau. Und dann haben wir immer den Wochenplan auch dabei. Krass. Hier gelbe, rote? Gelbe, rote Karten, genau, für Spiele. Du hast eine rote Karte gekriegt? Ja, ich habe eine rote Karte. Erstens Saisonspiel bekommen. Glatt rot? Glatt rot. Kann man schon geben, aber ja, war halt ein bisschen unglücklich. War ein bisschen unglückliche Aktion. Ich gucke gerade, Cavani nix, clean geblieben. Doch, Cavani. Nein, nix, clean geblieben, clean geblieben. Ja, der Mann ist fair. Ja. Der Mann ist fair unterwegs, krass. Ja. Also hier hängen die ganzen. Da hängen die Schuhe noch, ne? Und da eine Dusche. Dusche? Dusche ist also, ganz normal. Also ich wollte sagen, es ist wirklich so eine klassische. Ist bescheiden, ja. Ist ja, bescheiden. Es ist eine klassische Landesliga. Hatten wir genauso Babyduschen, muss ich ganz ehrlich sagen. So. Also eine klassische DJ Sports Dusche. Ne? Ja, ist ganz normal. Reicht völlig. Aber also, duschen immer noch Trainingsgelände. Ne? Ja, ist klar. Aber duschen hier auch alle Stars? Oder ja, gibt es auch welche, die sagen, ey, ganz ehrlich, nee, komm, nee. Ich dusche zu Hause? Jetzt duschen alle hier. Alle duschen alle hier, machen sich frisch und hauen dann ab. Genau, genau. Dein Platz? Das ist mein Platz hier. Da sitze ich jetzt. Cavani, das sagst du. Irgendwo, ja. Sitzt ja, neben mir, guck mal, das ist für die Zuschauer nochmal ganz kurz. Das ist mein Platz jetzt so, weißt du? Ja. Cavani sitzt neben mir. Ja, ich sitze nebenan. Hier haben wir zwei Fernseher und hier laufen dann immer so Videoabschnitte, halt so mit dem Ball, gegen den Ball vom aktuellen Gegner, wo wir dann am Wochenende haben. Läuft das durch oder besprecht ihr? Das läuft dann durch den ganzen Morgen, bis wir wechseln eigentlich.
Echt jetzt? Ja. Und dann seht ihr, das macht das eigentlich krank, wenn du nee, nee. Oder also das. Und dann gleichzeitig halt vor dem Training haben wir halt auch Video, ne, vom Gegneranalyse. Ach du Heilige. Also ja. Es wird sehr gegnerorientiert trainiert. Wir haben unser eigenen Style zu spielen. Ja. Aber wir analysieren unseren Gegner schon, also wie sie spielen wollen, wie wir halt dann je nachdem drauf gehen. Was hast du in 3 Wochen dran, sagst du, ne? Glaube ich? Am 29. Oktober, glaube ich. 2 Wochen. In Valencia oder? Zu Hause. Zu Hause. Du weißt, was zu tun ist? Ja, natürlich. Den Robert aufschalten. Wer ist Robert Lewandowski? Ja. Wer ist Robert Lewandowski? Nein. Lewandowski ist ein Legende, oder? Ja. Ich freue mich drauf, ne? Also aktuell mit Benzema zusammen und Haaland. Die beste Stimme der Welt. Aber traust du dich zu, ihn auszuschalten? Traust du mir zu, ja. Ich traust dir auch zu. Freut mich drauf. Ich sag immer auf die Knochen. Nur die Knochen nehmen. Ja, wir haben gesagt, sind wir wieder an den Tennis bereit? Ich hab keine Ahnung, so der Art hat. Eisbad, Warmwasser. Ach. Und der Bereich ist halt für verletzte Spieler. Und da haben wir noch eine Sauna. Cool. Gehst du auch zu einem Moment oder? Ab und zu mal. Da haben wir mehr unsere. Kann man auch was tun? Ja, kann auch. Da gehen mehr unsere unser Brasilianer oder Portugiesen gehen viel da rein. Echt? Ja, ja. Da kommen wir meistens von hier. Und da machen wir also Prevention, Trainingsvorbereitung, ne? Wenn du was, also wenn du deine Übung machen willst. Krass, ist hier der ganze Kader mit? Nee, das ist der ganze Kader mit aktuellen Jugendspielern auch dabei. Mit Jugendspielern dabei? Das bin ich, dann klicke ich da drauf. Ja. Das kommt, dann müssen wir das jeden Morgen ausfüllen. Ach, also krass. Mood, Sleep Quality, Energy Level. Muskulär, füllen wir das aus und dann, damit die Trainer wissen, wie wir uns fühlen. Da gibst du quasi an, wie dein körperlicher eigener genau, Zustand ist. Genau, nach dem Training gibst du wieder an, wie streng das Training war. Echt? Ja, von 1 bis 10, genau. Und das, okay, und dann, klar, muss man das dann natürlich fair und ehrlich dann machen. Ja, ne? natürlich. So krass, dass man das so eingeben muss, wie man sich fühlt. Das hat mir auch, ich hatte das ja auch in Brighton, ja, wo gut, die gefragt werden. Aber gut, die müssen das schon wissen. Ne? Also ja, es kann ja sein, dass du irgendwie Schmerzen hast oder faktisch gar nicht geschlafen hast. Ne? Dann ist die Verletzungsgefahr halt größer. Ne? Wie ist das mit der Belastung jetzt im Vergleich zu Basel? Hier hast du gesagt, es gibt doch Phasen, wo es jetzt vor 2-3 Tage vorm Spiel ist relativ entspannt. Ne? Mhm. War das in Basel auch so, dass dann oder war da wirklich Vollgas, Spiel weiter Vollgas? Wird da mal, oder? Nee, das ist meistens beim fast überall im Fall so, je nachdem halt, wie die Trainingsbelastung durch die Woche ist. Ja. Wird halt dann immer angepasst. Trainierst du hier viel oder eher du selber weniger? Viel. Echt? Bist du hier oder im anderen Gym? Da bist du am Gastgeber. Ja, ich praktisch immer jeden Tag. Okay, krass. Und du hast auch noch gesagt, hier in dem ganzen Gebäude sind oben noch für Jugendspieler Wohnungen quasi. Genau, ne? Also jetzt das Zimmer, ja, wo sie übernachten. Genau. Das heißt, also pennen die auch wirklich einmal hier? Die pennen auch hier, ja. Das sind halt die Spieler, wo von weiter herkommen. Ja. Nicht jetzt gerade aus der Gegend. Die übernachten dann hier. Okay, krass, also klassische Jugendakademie, dass die dann hier ganz saft essen, trinken, Kantine ist auch alles gut. Alles gut, das gehen wir jetzt nachher auch noch anschauen. Hier haben wir noch unseren Physiobereich. Also ihr habt 5 Physiotherapeuten, 2 Mannschaftsärzte. Also genau. Quasi fast für jeden Spieler eine medizinische Betreuung fast, oder? Also bei Basel hatte ich auch 5. Echt? Ja, 5? 4 oder 5, ja. Ich war mal in der Türkei, zweiten Liga. Ja. Zweite Liga Türkei habe ich mal gesehen. Da war ich bei Türkei zweite Liga, ne? Ja, also türkische Wurzel. Die hatten 3 Physios, das war für mich schon so krass, so, weißt du? Das fand ich schon viel, aber jetzt so zu hören, 5 Physios und zusätzlich noch 2 Mannschaftsärzte, die jetzt auch, das sieht eher nach Zahnarzt hier aus. nee. Also, hier ist dann unser Ernährungsberater. Ach, hier ist so der gehen dann Leute auch aktiv hin und sagen so, ey. Ja, also der macht unser Essensprogramm, der macht die Shakes. Proteinshakes. Der entscheidet, wie viel Kalorien du darfst. Also der macht eigentlich das Essen. Der Essensplan macht er alles. Es gibt Frühstück hier zusammen. Dann gibt es Mittagessen nach dem Training auch hier. Kannst hier essen oder mitnehmen. Ja. Und es gibt Nachtessen, wo du mitnehmen kannst. Krass. Und also nach dem Training quasi nimmst du Essen mit für abends? Oder? Für abends, genau. Okay. Ist zum Aufwärmen. Halt, ja. Also erst im Machen dann. Ja. Und dann nochmal kannst du mitnehmen. Du gehst aber nie privat irgendwie so Restaurant oder? Doch, also wenn ich Besuch habe von Freunden, Familie, dann gehe ich auch auswärts essen. Also aber sonst? Es ist nicht so, dass du musst unbedingt das Essen essen. Ja, okay. Es wird empfohlen, ja. Weil es halt wirklich auf dich eigentlich aufgebaut ist. Ja, richtig. Auf deinen Körper. Aber wenn du jetzt mal auswärts gehst, das ist gar kein Problem. Okay, also McDonald's oder so in der Heimat in der Schweiz kommt schon mal vor oder super selten? Nee, es ist super selten. Echt? Seit ich hier bin, super selten, ja.
Aber hast du nicht mal das Bedürfnis so? Also ich habe eher das Bedürfnis nach Kebab mal. Ja. Echt? Döner, so ein Döner, so richtig schön? So ein Döner, ehrlich gesagt, den gibt es jetzt hier nicht. Ich denke immer so, das Leben von Lewandowski oder so zum Beispiel. Meinst du, so ein geiles Leben in Barcelona, wo du nicht mit seiner Frau oder so auf die Straße gehen kannst? Ich glaube, so geil ist das gar nicht. Meine Meinung. Ich glaube so, kannst du normal durch Valencia die Stadt gehen? Ja, so, ja. Also entspannt, ne? Die Leute lassen sich. Die Leute, gibt halt auch viele Touristen. Ja. Aber die Leute, von hier, wo von hier sind, erkennen halt die Spieler auch. Ja, klar. Ja, aber die, das ist nicht so irgendwie, dass die da irgendwie belästigen. Belästigen, also du hast deine Ruhe. Die lassen dich in Ruhe, genau. Ja, dann denke ich mir immer so, guck mal, Lewandowski, Haaland, Mbappé, Neymar, wie die alle heißen. Ja, klar, ja, ja, okay, ja. Ich glaube persönlich, das ist auch nicht alles Gold, was Geld, weil nee, so geil kann das Leben auch nicht sein. Nee, weil, das ist so. Du kannst nicht vor auf die Straße gehen. Also, das finde ich doch viel, viel geiler. Du kannst Lewandowski jetzt in 3 Wochen ausschalten. Und wirst trotzdem in Ruhe gelassen. Jetzt zeigt uns Eray die Kantine. Man sieht aber noch relativ kurz den Videoraum. Dort finden logischerweise alle Analysen vor Spieltagen statt. Ihr wollt aber mit Sicherheit wissen, wie ernähren sich jetzt Fußballprofis? Anhand der Kühlschränke erkennt man, dass die Fußballer sich sehr proteinhaltig und sehr bewusst ernähren. Am Ende des Videos seht ihr auch noch die Lunchpakete. Diese Lunchpakete nehmen die Fußballer mit nach Hause, um sich auch zu Hause gesund zu ernähren. Ich möchte aber jetzt ganz kurz die Zeit nutzen, um euch ein paar Zahlen, Daten und Fakten zum großen Club Valencia zu geben. Kurz festhalten, wir reden hier von einem Gesamtmarktwert des Teams von 237 Millionen Euro. Valencia wurde 6-mal spanischer Meister und 8-mal wurde sogar die Copa del Rey gewonnen. Also ein riesiger Club, Freunde. Für mich eine riesige Ehre, einfach dort gewesen zu sein und nochmal ein großes Dankeschön an Eray, der mir ein Trikot geschenkt hat. Und dieses Trikot möchte ich euch jetzt schenken. Freunde, ich bin jetzt wieder in Deutschland angekommen. Ich hoffe, man sieht es nicht, aber ich bin gerade immer noch am Verarbeiten dieser ganzen Eindrücke. Ich habe dieses traumhafte Trikot von Eray geschenkt bekommen. Vielen, vielen Dank. Ihr wisst ja, wenn ich so eine Tour mache und Trikots bekomme, schenke ich dir meiner Community weiter ein wunderschönes Valencia-Trikot, La Liga-Trikot. Hier seht ihr es nochmal. Wenn ihr das haben wollt, schreibt einfach mal Hashtag Gewinn in die Kommentare. Dann geht das, wie gesagt, auch wieder an euch. Ein unvergessliches Erlebnis. Es ist Wahnsinn. Natürlich ist das Brighton-Gelände hier teurer, luxuriöser, 100%. Aber das, ich hoffe, dieser Valencia-Charme kam einfach so bei euch ein bisschen rüber. Für mich ist das einfach mein Traumverein, mein Lieblingsverein. Und es ist einfach trotzdem ein unglaubliches Gelände gewesen. Ja, Cavani, Gattuso, Kluivert und laufen Tag für Tag da einfach durch. Einfach der Wahnsinn. Wenn euch das Video gefallen hat, aktiviert die Glocke, abonniert den Kanal, ganz wichtig. Dann habt ihr auch natürlich sehr, sehr gute Chancen, so ein Trikot nach Hause zugeschickt zu bekommen. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.